Donnerstag, herzlichen Glückwunsch zur heilklimatischen und Kneipp-Heilbad für Willingen und Usset. Ja, wir haben heute diese Kreditkarte überreicht bekommen von dem Regierungspräsidium, von dem Herrn Wenzel. Wir freuen uns in Willingen sehr und sind auch sehr stolz darauf, dass die Orte Willingen und Usseln das Prädikat heilklimatischer Kurort erhalten haben. Ein solches Prädikat ist eine große Auszeichnung für einen Ort, weil er einen umfangreichen Kriterienkatalog mit entsprechenden Qualitätsmerkmalen erfüllen muss. Das heißt, ein Ort, der diese Prädikate erhält, der hat auch eine hohe Qualität im Angebotssegment im Bereich Gesundheitstourismus. Das heißt, Willingen hat ja vorher schon verstärkt auf Gesundheitstourismus gesetzt, mit auch vielen Aktionen hier und da an die Gesundheitsmesse und Ähnliches. Diesen Bereich wird man weiter ausbauen wollen. Willingen hat als heilklimatischer Kurort und als Kneipp-Heilbad ja schon eine sehr lange Tradition. Wir setzen also schon sehr lange auf das Thema Gesundheit, auch im Tourismus. Und gerade diese Strategien haben in den vergangenen Jahren eine neue und zusätzliche Bedeutung erlangt, aufgrund der Veränderungen am Markt und bei der Nachfrage. Und wir arbeiten da mit noch entsprechender Intensität auch dran, ist Bestandteil unseres Marketingkonzeptes und werden auch weiterhin dieses Segment Gesundheitstourismus bearbeiten und Angebote unterbreiten. Und hat Corona vieles verändert, auch im Bereich der Kuren, der Gesundheitsaufenthalte? Ist man hier optimistisch, dass sich das über lang oder kurz ändern wird? Corona hat natürlich unmittelbar erstmal sowohl auf der Nachfrageseite als auch auf der Angebotsseite für Veränderungen gesorgt. Auf der einen Seite haben die Nachfrager sich anders verhalten, aus Sorge um ihre Gesundheit, was die Nachfrage nach touristischen Leistungen angeht. Gleichzeitig ist aber auch die Angebotsseite betroffen gewesen, weil entsprechende Bestimmungen, Regeln, Verordnungen etc. bei der Angebotsgestaltung berücksichtigt werden müssen. Das hat unmittelbar zu Veränderungen geführt. Als der Lockdown war, ging das sogar so weit, dass das Angebot und die Nachfrage gegen Null ging. Man hat sich dann im Laufe der Zeit allerdings wesentlich erholt. Der Sommer war jetzt touristisch schon recht gut. Und so für mein Gefühl hat sich aus der Corona-Pandemie jetzt auch eine Aufbruchsstimmung ergeben, bei allen Beteiligten, dass man sagt, also wir haben da auch in der Zukunft neue Ansätze und neue Chancen, um im Bereich Aktivtourismus, naturnaher Aktivtourismus, Erholungstourismus, Gesundheitstourismus neue Angebote zu schaffen, beziehungsweise mit bestehenden Angeboten neue Marktchancen zu bekommen. Vielen Dank. Frau Boller, schon wieder Prädikate, hätte ich bald gesagt, nein, aber sehr hochwertige Prädikate und je mehr Orte hier in Hessen hochwertige Prädikate haben, desto lauter kann die Stimme des Heilbäderverbandes erscheinen. Genau so ist es. Wir haben 30 Heilbäder und Kurorte in Hessen und können auch sagen, für diese 30 Heilbäder und Kurorte, das Prädikat, das ist alles geprüft, das ist überstimmt, das ist alles sehr hochwertig. Und das bedeutet, dass wir eine laute Stimme haben, einmal in Bezug auf die Vermarktung natürlich, aber auch in Bezug auf das, was wir den Bürgern und Gästen bieten und natürlich auch gerade aktuell in Richtung Politik. Und dort appellieren wir natürlich auch tatsächlich um Staatshilfen. Nun hat Corona ja vieles auch für die Heilbäder verändert. Ja. Es gab vorher schon immer wieder Probleme, weil Kuren nicht mehr so einfach zu bekommen waren, aber auch Erholungszeiten. Und nun hat Corona noch einen draufgesetzt, aber die Bäder wehren sich. Ja, wir wehren uns und wir wollen auch, dass es gerne weitergeht. Also wir kommen ja aus einer Kurkrise heraus. Wir wissen, wie schwierig eine Situation sein kann, wenn auf einmal Übernachtungen wegbrechen, wenn Gastronomie wegbricht, das ist uns bewusst, das ist uns bekannt. Wir wollen gerne, dass es weitergeht. Unsere auch in den letzten Jahren besonders hart erarbeitete Infrastruktur, die wir alles erhalten haben, das wollen wir weiterführen. Wir wollen schon gerne das alles öffentlich machen. Ganz wichtig sind uns hierbei auch die Bürger in den Heilbädern und Kurorten. Wir haben dort Einrichtungen, nehmen Sie die Kurparke, Kneipp-Tretbecken, wie wir es hier haben in Willingen.
eine unglaubliche Zahl im Übrigen, wunderbar. Oder nehmen Sie auch die Gradierwaren. Das ist uns wichtig. Und wir wollen gerne auch zukünftig dazu beitragen, dass die Menschen gesund und munter bleiben. Die Bevölkerung wird älter und gerade bei den plus 50, 60 steigt das Gesundheitsbewusstsein. Das heißt, man macht heute altersangepassten Fitnessurlaub, man geht gerne auch in Orte, wo man eine Rundumbetreuung gesundheitlich hat, ist schon angesprochen worden, auch Therapien machen kann oder kneifen kann, ähnliches. Ist das die große Chance für die Heilungsbewegung in Hessen? Ja, wenn wir jetzt mal schauen, ganz aktuell in die Zeiten Corona, da stellen wir auch fest, dass viele junge Menschen bewusst werden, wo sie eigentlich leben, was wichtig ist im Leben. Höher, schneller, weiter ist ja sehr abgedämpft aktuell. Und das tut den jungen Menschen genauso gut. Jetzt kommen wir tatsächlich in einen Bereich rein, die Menschen werden älter. Und das Wichtige dabei ist, dass sie fit und munter und gesund älter werden. So, und da haben die Heilbäder und Kurorte ganz tolle Angebote, die man einfach nur nutzen muss. Und die sind, gehen wir nochmal in die Kurparke herein. Wir haben dort einmal eröffnen die Kurparke neue Blickwinkel. Aber auch sie sorgen für ein erstes Maß an Bewegung. Und so setzt sich das dann entsprechend fort. Ja, das Stichwort ist ein selbstbestimmtes Leben. Und da können die Heilbäder und Kurbäder sicherlich unterstützen, bei diesen Menschen helfen. Genau. Und dann geht es tatsächlich weiter, wenn es halt nicht mehr ganz so positiv sein sollte oder dass man wirklich Unterstützung braucht. Auch da haben die Heilbäder und Kurorte entsprechende Angebote. Aber nochmal, es geht ja hauptsächlich erstmal darum, gesund und munter zu bleiben bis ins hohe Alter und auch sich selbst lang bevorstehen zu können. Und da kann ich einfach nur empfehlen, nutzen Sie das, was da ist. Und das geht wirklich auch von Heilquellen bis hin zu kleinsten Angeboten, bis in Kreativwerkstätten rein. Da sind die Heilbäder und Kurorte sehr gut aufgestellt. Vielen Dank. Gut, also eine Prädikatisierung ist nicht nur eine große Aufgabe oder eine große Herausforderung für die Kommune, sondern es hat auch des Weiteren für die Kommune eine Zahlung einer. Die Kommune muss für ein Prädikat neben den normalen Anforderungen aus den Begriffsbestimmungen auch kostenintensive Maßnahmen veranlassen. Das sind zum Beispiel Gutachten, weil für das Prädikat Teil klimatischer Kurort bzw. Kneipheilbad diverse klimatische und lufthygienische Gutachten erforderlich sind. Beim Kneipheilbad ist weiterhin noch ein medizinisch-balneologisches Gutachten über die fünf Säulen der Kneipptherapie erforderlich. Das verursacht Kosten, die im zweistelligen oder im fünfstelligen Bereich sich niederschlagen. Für die einzelnen Anforderungen, für die einzelnen Prädikate sind, wie gesagt, die Begriffsbestimmung verantwortlich. Je höher das Prädikat ist, desto höher sind auch die Anforderungen. Bei den höherwertigen Prädikaten müssen alle Anforderungen erfüllt werden.